Jedes Jahr kommen in Deutschland rund 400 Menschen durch Brände ums Leben. Die meisten davon sterben nachts. Was viele nicht wissen, nachts ist der menschliche Geruchssinn ausgeschaltet. Bereits 3 Atemzüge im giftigen Brandrauch können zum Tode führen. Die meisten Brandopfer werden im Schlaf bewusstlos und ersticken. Zu den häufigsten Brandursachen zählen technische Defekte bei Haushaltsgeräten, Fernseher und so weiter. Aber auch der leichtsinnige Umgang mit Zigaretten oder Kerzen führt oft zur Katastrophe. Möbel und Matratzen bestehen aus Schaumstoff und anderen brennbaren Materialien. Schnell entwickeln sich auch kleinste Schwelbrände zu einem flammenden Inferno. Wie schnell können sich die meisten Menschen nicht vorstellen, bevor sie es gesehen haben? Beobachten Sie die Stoppuhr am rechten Bildschirmrand und sehen Sie, wie schnell sich das Feuer ausbreitet. Stellen Sie sich vor, Sie und Ihre Familie schlafen. Was jetzt passiert, dauert ungefähr so lange wie die Wettervorhersage oder ein Werbespot im Fernsehen. Die ersten Rauchschwaden würden jetzt bereits den Alarm eines Rauchwarnmelders auslösen. Wir haben dieses Zimmer mit alten Möbeln und gebrauchten Gegenständen eingerichtet. Diese sind so entflammbar wie jede normale Einrichtung in deutschen Wohnungen. So ist beispielsweise das Sofa, auf dem Sie allabendlich sitzen, in der Regel mit Schaumstoff gefüllt. Daraus entwickelt sich dichter Brandrauch, der unter anderem aus Kohlenmonoxid und Blausäure besteht. Dieser giftige Qualm verbreitet sich sekundenschnell in der gesamten Wohnung. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es bereits zu heiß, um das Zimmer zu betreten. Wenn der Alarm Ihres Rauchwarnmelders Sie geweckt hat, bringen Sie sich und Ihre Familie so schnell wie möglich in Sicherheit. Öffnen Sie auf keinen Fall die Tür, um nachzusehen, wo das Feuer ist. Die Tür ist Ihr einziger Schutz vor der Hitze und vor den giftigen Dämpfen. Es ist kaum länger als eine Minute vergangen und das Feuer breitet sich unkontrolliert aus. Die Fensterscheiben bersten, oftmals das erste Geräusch, welches die Nachbarn alarmiert. Aber zu diesem Zeitpunkt ist es oft schon zu spät, um Menschenleben zu retten. Und es sind gerade mal 1,5 Minuten vergangen seit den ersten Flammen. Hätten Sie und Ihre Familie sich in Sicherheit bringen können? Wäre die Tür offen gewesen und das Feuer hätte sich im Treppenhaus ausgebreitet, wie hätten Sie das Gebäude verlassen? Dieser Rauch ist so dicht, dass 3 Atemzüge davon bewusstlos machen. Rund 200.000 Brände ereignen sich jedes Jahr in Deutschland. Dieser ist gerade mal 2 Minuten alt. Und jetzt haben wir den Punkt erreicht, an dem die Sauerstoffpartikel in der Luft beginnen zu brennen. Alles, was sich in dem Raum befindet, geht spontan in Flammen auf. Diesen Punkt nennt man Flashover. Nicht viele Menschen haben die Gelegenheit, einen echten Brand zu sehen und zu überleben. Vielleicht ist das der Grund, warum so wenig die Gefahr richtig einschätzen. Feuer breitet sich in Sekunden schneller aus. Was wir danach sehen, sind die traurigen Überreste. Dies ist das Zimmer, welches eben noch einem Inferno glich. Gefährlicher als all die lodernden Flammen ist der giftige Brandrauch, sind die Gase, die beim Verbrennen von Kunststoff, Schaumstoff und anderen Materialien entstehen. Nur wenn diese so früh wie möglich erkannt werden, können sich die Menschen in Sicherheit bringen. Deshalb gilt: Rauchmelder retten Leben.